Dankeschön. Gerne. Toll, danke. Danke. Sie haben hier Wollen Ihre... Sie Milch? Ja, gerne. Wir sind hier in einem Luxury Spa und Cultural Hideaway. Ich würde zuerst mal auf diesen Spa-Aspekt eingehen. Sie haben hier Ihre Vision eines Luxury Spa verwirklicht. Mhm. Was macht für Sie das aus? Also ich bin kein Spa-Mensch und ich habe versucht, ein Spa zu bauen, das mich zu einem Spa-Menschen machen könnte. Warum bin ich kein Spa-Mensch? Für mich ist Spa totale Ruhe, inspirierende Ästhetik, maximale Privatsphäre und unendlich viel Platz und Alternativen. Und das habe ich nirgendwo gefunden in der Welt und bin ein bisschen rumgekommen durch meine Softwarefirma. Und deswegen war der erste Gedanke, also wie schaffe ich die Ruhe? Und wie kann ich gleichzeitig sicherstellen, dass es keine Reha-Atmosphäre wird? Weil das ist sozusagen abschreckend. Ich will ja nicht ins Krankenhaus sozusagen. Das heißt, ich brauche Energie und ich brauche Ruhe. Und die Energie, das sind die Kinder. Und die Ruhe, das ist die Abwesenheit der Kinder. Also war der erste Gedanke, ich muss das trennen. Es muss Spaß für Familien geben, nicht für Kinder. Für Familien, weil man lässt als Eltern nicht seine Kinder alleine ins Schwimmbad gehen. Man muss dabei sein. Die wollen mit einem ins Wasser gehen. Also ich gehe in kein Kinderbecken. Ich will nicht in ein Pissoir. Und die Kinder wollen auch nicht in ein Kinderbecken. Die wollen eigentlich da sein, ja, wo die Erwachsenen sind. Und gleichzeitig brauche ich noch einen völlig getrennten Bereich, wo gar keine Kinder sind, damit ich hundertprozentige Ruhe garantieren kann. Wir waren die Ersten, die das gemacht haben. Das ist jetzt praktisch der Standard weltweit. Wer überhaupt im Fünf-Sterne-Bereich Spa anbietet, muss eigentlich diese Parallelität anbieten. Das machen noch sehr wenige, weil die meisten haben den Platz nicht und das Geld nicht. Es kostet ja alles doppelt, sozusagen, mindestens. Die Qualität der Spa für die Kinder muss genauso gut sein wie die für Erwachsene. Der Sinn für Ästhetik ist bei Kindern mehr ausgeprägt als bei Erwachsenen. Mhm. Nicht Plastik und so weiter. Es muss wahnsinnig schön sein. Insofern hat man also durch diese Parallelität, diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, wie ich es nennen würde, durch Spa mit Kindern und Spa ohne Kinder, hat man das Problem Ruhe gelöst und das Problem Energie gelöst. Also die Lebensfreude der Kinder ist wichtig und man hat eben keine Reha-Atmosphäre. Das Zweite war, dass man Platz braucht. Wo braucht man Platz, wenn ich schwimme? Will ich einfach, ich mag nicht in Pools gehen, wo es so voll ist, wo ich nicht schwimmen kann. Also braucht man einfach mehrere Pools. Wir haben jetzt hier 4 ganzjährig außenbeheizte Pools und einen Indoor-Pool für die ganz kleineren Kinder oder die Leute, die auch nachts schwimmen wollen. Im Sommer ist dann noch ein weiterer Outdoor-Pool. Und so, dass man, selbst wenn das Hotel total voll ist hier, dass man eigentlich immer alleine schwimmen kann. Das ist für mich der größte Luxus, alleine ein Schwimmbad für mich zu haben. Und das gelingt hier ziemlich gut durch diese Parallelität. Die Pools müssen groß sein. Viele Hotels sagen, sie haben 10 Pools und der eine Pool ist 3 Meter, der andere ist 4 Meter und was ich weiß. Also hier ist das Minimum ist 20 Meter für die Sole-Pools. Die sind so warm mit 35 Grad, dass man noch schwimmen kann, aber dass man nicht nur rumsitzen muss oder so. Und ich glaube auch, dass diese Mischung, was ganz wichtig ist, dass man frische Luft haben will und warmes Wasser. Also das ist ja im Grunde am Strandurlaub, das, was wir hier machen, im gewissen Sinn. Wir haben einen Bademantel Strandurlaub. Und dass man eben keine Indoor-Pools baut, wo man eben Chlor einatmet. Wir können eben in Europa ohne Chlor nicht, dürfen wir keine Pools betreiben, egal was sie machen. Es muss immer Chlor dabei sein. Und damit sie aber diese Trennung haben zwischen frischer Luft und warmem Wasser und im Ruheraum eben kein Chlor, müssen sie den Ruheraum trennen von dem Pool. Und der Ruheraum muss so sein, dass er immer aufs Wasser schaut, dass immer Bewegung sieht, dass ich keine Ruhe habe ohne Bewegung, weil das ist tot, das ist Reha. Und das haben wir hier eigentlich durchgeführt und das ist jetzt eigentlich sozusagen das Vorbild für alle anderen, die jetzt das versuchen nachzumachen. Meistens springen sie zu kurz und machen zu wenig Platz, zu wenig Pools, zu wenig. Da haben wir halt hier diesen Luxus gehabt, dass wir die Pools auch nicht vor das Hotel gesetzt haben, sondern aufs Dach gesetzt haben, sodass es uneinsehbar ist, dass man privat ist für sich, dass man den weiten Blick hat und dass man nicht den Krach, den Lärm vor dem Hotel hat. Und dass man, hier ist immer wichtig, hier läuft ein Bach durch das Tal, das ist für mich das Wichtigste überhaupt an dem Tal. Das ist ein Nature Spa, nutzen alles. Dieses fließende Wasser, wo man dann auch von der Sauna direkt in das Wasser gehen kann. Aber Berge und Wasser, also die Berge, der Stein ist das Symbol für Ruhe und das Wasser ist das Symbol für Leben und Energie. Und wenn man im Schloss ankommt, bei der Anfahrt, ist eben so ein Reflecting Pool, wo das Wasser so ganz zart über den Stein rüberfließt, wo man eigentlich das, worum man hierher kommt, also Ruhe und Bewegung,
gleich als Symbol gleich am Empfang hat. Ja. Und damit das am Schluss läuft es raus, für mich der größte Hindernisgrund, in ein Spa zu gehen, ist die Uniformität der Bademäntel. Ich hasse es, uniformiert zu werden. Und vor allen Dingen in meiner Freizeit, wo ich meine Freiheit genießen möchte, möchte ich nicht uniformiert werden. Weder in ein Corporate Identity von dem oder von dem, sondern ich will einfach auch dort meine Individualität maximieren und nicht reduzieren. Das ist für mich Erholung. Und deswegen war für mich das Wichtigste von allem, waren die bunten Bademäntel. Die mittlerweile auch eines der Wahrzeichen sind. Das ist Wahrzeichen, wir sind auch die Einzigen, die es weltweit machen. Komischerweise, es haben viele, alle Hoteliers, die herkommen, finden es genial, aber trauen sich es nicht, bei sich umzusetzen. Mhm. Weil sie haben immer diese Idee von Corporate Identity und das ist natürlich auch kommerziell. Es ist viel teurer, es macht viel mehr Aufwand, es macht alle wahnsinnig. Die Frau will einen anderen Bademann als der Mann und die Kinder wollen wieder eine andere Farbe. Aber am Ende, wenn er mehrfach kommt, kriegt er seine Farbe. Sein Name wird sogar auf den Bademantel gedruckt, damit es sein Bademantel ist. Aber wichtig war bei diesen Farben, dass sie eben nicht zu dem Rest passen, dass sie unangepasste Individualität ist mir wichtig. Dass ich nicht Teil der Architektur werde, dass ich nicht Teil des Designs vom Hotel werde, sondern dass ich eigentlich mich selbst sein kann. Das ist so das Wichtigste dabei. Wäre jetzt auch so meine nächste Frage, weil Sie eben auch immer ganz von der Individualität sprechen. Und wenn wir jetzt zurückblicken, Ihr Großvater hat das Haus 1914 erbaut und es war immer schon ein Ort des Dialogs, der Kultur, aber letztendlich wurde die Gemeinschaft sehr groß geschrieben. Und ich glaube, das ist ja das, wo Sie, ich habe in meiner Anmoderation gesagt für unseren Beitrag, dass man hier Ihr Großvater hat das ja gesagt, dass man einen Urlaub vom Ich, und ich glaube, so würden Sie das gar nicht unterschreiben, weil wenn ich jetzt nachdenke, würden Sie sagen, Urlaub eigentlich... Urlaub fürs Ich. Ich habe also ein Wort geändert. Ich will in meiner Freizeit meine Freiheit genießen, aber ich will sozusagen in einer Gesellschaft schon sein, sonst würde ich nicht ins Hotel gehen, dann gehe ich in mein Ferienhaus und bin für mich alleine. Das finde ich völlig uninteressant. Ich will gerne mit Fremden unter einem Dach sein, weil ich will inspiriert werden von anderen. Ich will aber auch genug Möglichkeit haben, jedem aus dem Weg zu gehen. Sie können hier in Elmau durch die Vielfalt der Möglichkeiten an Räumlichkeiten und an Spas und so weiter, haben Sie die Möglichkeit, wie im Kloster zu leben, wie ein Stoiker sozusagen, oder Sie können wie ein Hedonist leben und Sie können die große Gesellschaft genießen, eben aber auch das Alleine sein. Komischerweise, die meisten bauen ja die Hotels für andere und denken, was hätte der gerne? Und ich baue das Hotel nur für mich. Das ist schon schwierig genug, weil ich auch nicht genau weiß, was ich will. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich nicht weiß, was ich will und dass ich vielleicht morgen was anderes will als heute. Also muss ich einfach eine maximale Vielfalt an Öffentlichkeiten, Räumen schaffen, damit für alle Eventualitäten irgendwo eine Möglichkeit so weit wie möglich besteht. Das ist nicht kommerziell, weil dadurch haben Sie eine riesige öffentliche Fläche, die bewirtschaftet werden muss, betreut werden muss. Sie müssen ja auch noch bedient werden und so weiter. Und einen relativ kleinen Teil von kommerzieller Fläche von vermietbaren Raum. Ja. Und das ist eben, woran es bei den meisten scheitert, weil die denken genau umgekehrt. Es ist eigentlich nicht wirtschaftlich, weil hier ist alles groß. Sie machen eine Maximalisierung von vermietbaren und nutzbaren, kommerziell nutzbaren Raum und relativ wenig diese Räume, wo ich eigentlich niemand was konsumiert. Ja? Und wo er nur für sich verstecken will. Deswegen nennen wir das Hideaway oder Retreat im Hideaway. Das ist ja nochmal eine Weiterführung. Und so war eben die ultimative Freiheit war am Schluss, dass ich eben nicht nur mehrere Restaurants habe, wo ich auswählen kann, verschiedene Zimmer, aus denen verschiedene Spas, aus denen ich wählen kann, sondern auch noch zwei Hotels in einem. So, das Retreat, immer, und das muss man vielleicht erklären, das Retreat und das alte Haus, genau. Genau, das Schloss Elmau Retreat und Schloss Elmau Hideaway, dass ich die Wahl habe, beide sind eigentlich neu, das eine ist 3 Jahre alt, das andere ist jetzt 11 Jahre alt. Es gibt noch einen Teil, ein Drittel von dem 11 Jahre alten Haus ist noch 100 Jahre alt. Es gibt auch noch einen Teil, der ist erst 20 Jahre alt. Also wir haben praktisch mehrere Epochen. Aber der größte Teil des Hotels ist praktisch ganz neu. Ja? Dieser Gedanke der Freiheit der Wahl, das unterscheidet mich gegenüber meinem Großvater. Der wollte eigentlich keine Freiheit der Wahl, sondern du solltest einfach frei sein von der Freiheit der Wahl. Das war genau das Umgekehrte für ihn. Das stimmt. Haben Sie, ich mir das mal versucht so vorzustellen, Ihre Kindheit hier im Schloss mit den langen Tischen, den Tafeln, wo Konversation gemacht wurde, dann die Tanzabende. Das klingt irgendwie, wenn man das sieht, ja sehr sphärisch, wie auch immer. Haben Sie, wie darf ich mir das vorstellen? Haben Sie auch tanzen gelernt? Ich habe auch tanzen gelernt, ich habe auch getanzt. Und wenn ich ein hübsches Mädchen entdeckt habe, war das Tollste, was Sie finden können, ist, mit so jemand tanzen zu können. Und das war ja unverfänglich. Wenn Sie in eine Disco gehen in München oder in Berlin, Sie können ja nicht einfach, in Berlin kann man alles machen. Ja? Da kommt man ja auch nur nackt rein sozusagen. Und man muss schon die Drogen dabei haben, sonst kommen Sie gar nicht ins Berghain oder KitKat oder wie die alle heißen. Okay, Berghain ist jetzt speziell, aber... Ja, aber das sind so die Club. Berlin ist berühmt, es ist wild, es ist unkontrolliert, alles kann passieren. Geh nicht rein, wenn du nicht hier... wenn du nichts verträgst sozusagen. Hier konnte man ohne Probleme jemanden zum Tanzen auffordern. Was haben Sie denn da getanzt? Das war dann ja in den 60ern. Man tanzte Walzer nach klassischer Musik, nach Chopin, also tolle Musik, ja.
unheimlich inspirierend. Also es gibt wahrscheinlich kaum eine schönere Form des Tanzens als in so einem großen Saal mit so viel Platz und dann mit einem tollen Partner und auch jemand Fremden, den man auffordern kann. Wo kann man das? Also diese Freiheit war in Elmau schon. Das stimmt, das ist ja vielleicht etwas, was man heute. Und diese Freiheit haben wir heute bräuchte. Nicht mehr. Das ist schade, dass wir das nicht haben. Aber diese Freiheit hatte auch eine Zwanghaftigkeit, weil der andere, der aufgefordert, konnte schlecht Nein sagen. Also man musste eigentlich immer Ja sagen. Ja? Das war natürlich immer ein zweischneidiges Schwert. Ich fand es insgesamt zu zwanghaft, weil es war sozusagen so idealisiert und so religiös überhöht worden, das Ganze. Als Wellness, das war das ultimative Wellness-Konzept sozusagen. Ja, mehr Erholung gab es gar nicht. Als zu toller Musik zu tanzen und mit einem tollen Menschen zusammen zu tanzen, den man vielleicht noch nie kennengelernt hatte, was ist ja unglaublich. Stellen Sie vor, Sie fahren nach Thailand in ein Hotel, in Phuket, in Aman Resort und dann gibt es einen Tanzabend und Sie fordern irgendeine schöne Dame oder einen schönen Herrn auf zum Tanzen. Unvorstellbar. Das gibt es nicht. Aber das war hier eben Dogma und deswegen hat es mir nicht gefallen, deswegen habe ich es abgeschafft. Und der Pianist war auch nicht mehr gut genug, der danach kam, der das ursprünglich gemacht war, ein toller Pianist. Und das ist ganz wichtig, hängt von der Qualität der Musik auch ab. Ja. Aber jetzt kommen die Gäste, die jetzt kommen, sind nicht Alleinreisende überwiegend, sondern sind Paare, sowohl aller Couleur. Mhm. Die Hälfte unserer Gäste sind Familien mit vielen Kindern, ganz junge Familien. Die andere Hälfte sind Paare, die, also, wie nennt man das, LGBT in Amerika oder was ich was, also Lesbian, Gay, ja. Transsexual, egal was, ja, es ist alles. Und das Tolle ist, dass das hier unter einem Dach existieren kann, weil wir eben diese vielen verschiedenen Möglichkeiten haben, sodass man sich auch aus dem Weg gehen kann. Das ist auch für Familien toll, weil nichts ist schlimmer als ein Familienurlaub, wo man alle aufeinander hockt. Ja? Genau. Ich frage immer, warum kommen die Familien überhaupt hierher? Die sagen, weil man sich nirgendwo besser aus dem Weg gehen kann als in Elmau. Und gleichzeitig kann man sich auch einmal am Tag treffen. Und ich würde wahnsinnig gerne noch jetzt ganz zum Schluss Loriot einwerfen, der ja auch, den haben Sie ja quasi schon als Kind dann gekannt, oder? Der war immer Gast. Als Kind, solange ich denken kann. Genau, und dann war das ja, wenn man das mal so salopp von mir, ein Drama nach dem Brand irgendwie. Ich hatte das auch nur gelesen irgendwie. Mhm. Der war ja äußerst irritiert sozusagen. Ja, er war irritiert, aber er hing an Elmau. Elmau war für ihn also ein Teil seines Lebens, wie für Johannes Rau, den ehemaligen Bundespräsident oder Alexander Kluge, der ja heute noch hier ist. Und der Loriot hatte seine ganzen Filmproduktionen in Elmau gemacht. Er hatte sich hier Monate immer eingemietet und die Drehbücher entwickelt und so weiter. Dann sah plötzlich alles anders aus. Und das war für ihn wie zu Hause. Das durfte nicht ändern. Es war skurril. Er hat darüber nicht geredet. Er liebt ja die Skurrilität und das Bürgertum und all seinen Facetten zu beobachten. Und wo es dann abgebrannt ist, war natürlich erstmal zutiefst betrübt. Und dann kam er danach erstmal nicht ein paar Jahre. Und dann irgendwann rief er mich an und sagte, du, ich habe gehört, es soll so toll sein, ich müsste doch vielleicht irgendwie mal rauskommen. Und dann kam er raus und dann hat er gleich 10 Tage Urlaub gemacht. Er hatte mir vorher mal gesagt, also wenn du das neu machst, du darfst dir alles machen, nur nichts ändern. Ja? Aber okay, er kommt dann hierher und sieht, dass es doch anders und genießt es. Und dann sagt er mir am Schluss, ist wirklich phänomenal. Es wäre ja so wie immer. Dabei war alles anders, ja. Und dann hat er ein kleines Bild gemalt, das heißt, das erste Mal in seinem Leben für Elmau was gemalt. Das hängt da in der Bibliothek, also auch eine Postkarte. Da malte er seinen Kellner, seinen berühmten Knollenkellner mit einem Elefanten auf dem Rücken, weil er hat gesehen, der Elefant ist überall und dann steht unten drunter, hier bist du ein geliebter Gast, auch wenn du keinen Rüssel hast. Und das war der Unterschied zu früher. Er hat in einem Satz den Unterschied zwischen alt und neu gepackt, wie es keiner besser formulieren konnte. Eben diese Gastfreundschaft, auch der Elefant, das ist ja so ein Homogenitätssymbol, wo wir ja gegen Homogenität sind. Und Elefant ist eigentlich genau das Element für Vielfalt und nicht für Homogenität. Das ist das Symbol für Erinnerungsvermögen und Unterscheidungsvermögen, also Urteilskraft und Erinnerungsvermögen. Das brauche ich ja nur in der Welt, wo es Unterschiede gibt. Und dass er das begriffen hat, dass das Symbol so schön ist. Und dann mit diesem Satz, das war genial. Ja. Das ist wunderbar. Und ich glaube auch, das ist jetzt mein Stichwort. Irgendwie, wir schließen mit dem Elefanten. Wunderbar. Und einer kleinen Hommage an Loriot. Genau. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine große Freude. Ja, liebe Zuschauer, und wenn Sie nächstes Mal wieder mit dabei sind beim nächsten Luxpot, würde ich mich auch sehr freuen. Bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss.